Hi Leute, was geht ab? Heute rund um die Puffmax CGS 2. Hier fahren wir Zweigangmotor und so. Aber erstmal kurz eine Runde herumdüsen, abhoren und so. Und gleich zu den näheren Fakten zum Fahrzeug. Haha, dann lass mal starten und losfahren. Lass uns das Stück mal näher angucken, was natürlich auffällt anstelle von der normalen Automatik Maxi. Der schöne Zweigangmotor, aber lass mal erstmal von hinten starten. Die hat Rücktrittbremse, erstmal in Position drehen. Boah, die hat ganz ordentliche Kompression. So, dann geht man quasi bei Tritt rein und betätigt die Bremse. Ganz einfaches System, das kommt, weil oben ist kein Handbremshebel frei durch den Zweiganggriff. So, da seht ihr das ja. Die hat ja Handschaltung und da wäre quasi kein Platz für einen Bremshebel, beziehungsweise ja, Bremshebel, Bremsgriff, wie ihr es auch immer nennen würdet. An den Verkleidungen hätte die Original Maxi 2 stehen. Beziehungsweise Maxi S2 oder sowas in der Art. Gucken wir gleich mal nach auf dem Flyer. Wenn wir uns den mal zum Ende hin einmal kurz angucken, habt ihr allerdings im Büro versteckt. Was hier gleich auffällt, schöner Kunststoffdeckel auf dieser Seite mit Puch drin. Dieses gelbe Ding gehört hier nicht hin. Das ist der Ölstopfen. Da hat irgendjemand das mal getauscht. Da wäre eigentlich ein anderer Stopfen drin. Dann hier der charakteristische Zweigangmotor, neuere Ausführung. Und jetzt schon die erste Frage, die im Raum offen ist. Ist der Zylinder original? Das ist ein Puch Maxi Plus Zylinder in Verbindung mit einem Standard Gusszylinder Kopf. Ganz kurz und knapp, das ist tatsächlich so original. Die Maxi GS2 hatte das, auch die Maxi GS, die ersten, hatten das verbaut. In Verbindung mit einem ganz komischen Trümmer. Weil der Maxi Plus Zylinder hat einen schrägen Auslass, das sieht man sogar so, das ist Tatsache. Das ist auf jeden Fall so, oh, was sehe ich da denn? Die haben den Krümmer mal irgendwie komisch zerflext, nicht komisch zerflext, was erzähle ich da? Komisch geschweißt, also den tauschen wir definitiv die Tage mal aus, damit die ein bisschen besser läuft. Die hat außerdem diesen komischen abkastrierenden Krümmer verbaut, aber dazu gleich im Büro Näheres, weil ich da noch ein paar versteckt habe. So, was gibt es auf dieser Seite sonst noch so Interessantes? Vorne die Felge ist absolut Standard, also ganz normal Leloy-Radnabe und schön mit VDO-Tacho. Das Schöne ist bei der GS2 auch die Eierlampe. Das sieht so absolut kultig aus. Schön mit dem Eierlampenschalter. So, hier. Jetzt wäre quasi aus, an und Licht an. Ganz cool und nice. Dann hat die natürlich schon die neueren Griffe dran.
auch den neueren Gasgriff, nicht mehr den alten Kultin, was damals so war. Hier unten läuft da quasi ein Kolben lang, wo drin der Gaszug befestigt ist. Wenn man Gas gibt, zieht man den Kolben hier hin. Wenn man wieder loslässt, fährt man damit zurück. Ganz einfache, coole Technik. Dann, was sehen wir hier? Einen coolen Sticker. So, kriegt das auch zur Geltung? Ja, Rücktrittbremse. Füße auf den Pedalen lassen und dann sogar noch einen Absatz dazu. Also unbedingt darauf achten. Ist allerdings klar, es geht darum, wenn Notsituationen sind, dass man sofort bremsen kann. Hier natürlich Klassiker-Aufkleber am Tank. Ein bisschen. So, jetzt seht ihr es auch schon scharf. Natürlich den 1:50 Sticker, original Puchtankdeckel ist verbaut. Richtig cool. Dann natürlich fein Puchsattel. Da macht richtig was her. Nichts geht über den original Puch Maxi-Sattel. Feines Ding, auf jeden Fall. Ovales ZKW-Rücklicht. So wie das sein sollte. Aber lasst uns die mal kurz drehen und von der Rückseite begutachten. Zack, was sehen wir denn hier? Jetzt die Puch Maxi GS2 von dieser Seite. Sehr nice. Jetzt können wir uns erstmal näher den Schaltgriff angucken. So, jetzt seht ihr den auch gleich ein bisschen schärfer. Hier ganz klassisch, schön Handschaltung. Man muss den Hebel drücken, dann durchbewegen. Wichtig ist immer, der Motor, das Getriebe ist nicht synchronisiert. Also immer, wenn sich das Getriebe bewegt, also das Hinterrad bewegt, also einfach beim ganz, ganz leichten Schieben reicht schon, Gänge einlegen, dann hört sich das nicht ganz so komisch an. Hier nochmal den Maxi Plus Zylinder von dieser Seite. Echt cool, der ist außerdem sau schwer, weil er absolut massiv aus Guss ist. Wenn man den so in der Hand hebt und vergleicht mit einer originalen Maxi, beziehungsweise einem originalen 25er, was heißt original, der ist hier original, aber ein 25er oder 40er Zylinder nehmt aus Guss, die einfachen, die auf der Maxi sonst verbaut sind, merkt man mega den Unterschied. Klar, hier schwarze Polradabdeckung, auch noch alles wie neu. Das Fahrzeug stammt außerdem aus Nachlass, wurde tippitapp gepflegt, weil solche Fahrzeuge werden oft zu Lebzeiten eher unfreiwillig abgegeben, die so gut sind. Stammt auch sogar aus erster Hand. Das sieht man, die wurde sehr gut gepflegt und ist nicht irgendwie vermurkst oder so. Auch wenn man sich die Pedalen anguckt, richtig fein vom Zustand her. Die hat noch nicht ganz so viel getan. Ich guck mal kurz auf den Tacho, was hat die gelaufen? Na, könnt ihr das so sehen? Ich guck mal. 1700 könnte auch sogar hinhauen vom Zustand her, weil das alles echt tippitoppi ist. Der Sattel, na gut, ein bisschen gebrauchter, kann sein, dass ein bisschen auf der Auffahrt gefahren wurde oder so. Hier sieht man das schon, aber echt traumhafter Zustand. Was gibt es hier sonst noch so? Was hier auffällt bei der hinteren Radnabe, flaches Kettenrad drauf, 45 zu 12 ist die übersetzt, 12 zu 45, also noch original verschweißt. Wo sieht man das? Ich drehe mal kurz durch. Hier, das ist original so verschweißt worden früher, damit die Kettenräder nicht so tauschen konnten und auch außerdem wegen Garantiegründen und solche Sachen. Das ist ja auch noch quasi wie neu. Auch der Auspuff sieht noch richtig schön aus. Nur schade wegen dem Krümmer. Aber da wird ein extra Video drüber gemacht, wie der getauscht wird, damit die wieder vernünftig läuft. Da geht man einfach bei, trennt das hier ab, ganz sauber und macht einen zweiteiligen Auspuff raus. Also nicht wieder verspeisen, weil ansonsten Chrom sowieso hinüber ist und dann läuft die auch schneller. Die schafft ja gerade eben so rund, roundabout 25, mit Glück 30 und da geht eigentlich noch mehr. Aber trotzdem, man merkt, der Krümmer kastriert total das Fahrzeug. Dann lass mal kurz im Büro den Flyer zu der Maxi angucken und eben den Krümmer bis im Büro. Wow, willkommen im Büro. Und wer hier noch nicht war, weiß, hier stehen einige Bruch Maxis herum. Aber erst noch mal kurz zum Krümmer, zum Flyer. Hier schlechte Nachrichten, die habe ich zu Hause versteckt. Muss ich mal unbedingt abfilmen und dann gibt es ein extra Bruch Maxi GS2 Video darüber. Hier ist der Krümmer,
mit der komischen Biegung. Hier sieht man auch, ist schräger Auslass und der ist natürlich sehr geformt, dass er absolut Leistung frisst, quasi eine absolute Drossel ist der Auspuff. Hier in diesem Bereich, weiß nicht, ob ihr das so seht, ist er auch nochmal mega verjüngt von innen, also quasi richtig eingequetscht und darum läuft eine Puchmaxi GS2 mit Mio Not eigentlich nur so 30 mit ganz viel Glück. Aber da ist die Sache, würde man zum Beispiel den Zylinder tauschen, den Maxi Plus Zylinder, gegen normalen 25er Zylinder tauschen und dann das Setup, den 18mm Auspuff verbauen, dann würde die quasi auch so um die 40 laufen und das wäre definitiv viel zu schnell. Ich hoffe, dir hat das Video mega gefallen. Lass unbedingt ein Abo da, Daumen nach oben, damit motivierst du uns sehr. Bis dann, euer Holger von Holgers Lifestyle.